Könnt ihr sehen? Da geht's hin. Ach, ein bisschen fertig, können wir loslegen? Wir können loslegen. Wir können loslegen. Gut. Freunde, wie soll das anders sein? Schönstes Wetter, die Sonne scheint. Ich habe mir ein tolles Ziel ausgesucht, Marienburg in Nordstemmen. Anna hat eine Tour geplant, drumherum. War ein bisschen schwierig, wegen keine Berge. Keine Berge, kaum Wald. Aber kaum Wald. Es ist doch relativ grün hier. Oh, aber Achim hat es doch irgendwie hingekriegt, 15 Kilometer Wanderweg zu planen. So, bin gespannt. Allzu viele Highlights wird es nicht geben. Haupthighlight ist halt das Schloss. Werden wir nachher auch noch ein bisschen mehr aufnehmen. Und ja, ansonsten hast du nicht weiter so. Doch, ich glaube, ein Highlight hast du noch gehabt. Aber ja, aber das ist ja kein Highlight. Das ist kein Highlight. Okay. Eingestellt. Okay. Gut. Du sagst ja nicht in Pumphäuschen, Pumpenhäuschen. Ach ja, stimmt, Pumpenhäuschen. Ja, das okay, das war jetzt nicht so. Okay, lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, das Hauptteile ist halt die Burg oder Schloss. Und ja, ich hoffe, wir werden viel Spaß haben heute. So, bis dann. Ja. Wir können die Burg schon sehen. Wir können die Burg schon sehen. Wirklich, wirklich toll sieht die aus. Naja, wir haben gesagt, wie gesagt, 15 Kilometer und dann sind wir endlich bei der Burg. Wir machen so ein bisschen. Da es ja gerade ist, geht es ja auch schneller. Also, ich glaube nicht, dass wir für die 9,5 Kilometer 2 Stunden brauchen. Ja, denke ich auch nicht. Gut. So. Aber sieht doch schon mal toll aus. Einen Grillplatz haben wir gefunden. Ja. Stein. Stein. Steinbänke. Ein Steinaltar. Ein Altar? Ein Steinaltar. Ja, hunderte von Jahren alt. Oh, ist aber nicht schlecht hier. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Hier ein schönes, große Feuerfläche. Ja. Ja. Man merkt aber doch schon, dass wir ziemlich weit im Norden sind, ne? So die Heide oder was? Ja, nein, sehr flach hier. Teilweise. So ein paar kleine Hügelchen haben die ja noch. Höhe haben wir minus 24 oder so. Ja, super. Also jetzt Nordweg überschwemmt. Dann sind wir hier unter Wasser. Da haben wir unser Schlösschen. Da hinten ist das Schlösschen nochmal. Ja, super. Achim hat mir gerade was gestanden. Wir müssen durchs Wasser. 15 Meter müssen wir durchs Wasser. Einmal durch den Fluss schwimmen. Na, ich lass mich ja mal überraschen. Der erste Fluss ist da, ja. Wie heißt denn der Fluss, Achim? Leine. Ach, das ist die Leine. Gucken. Ich vermute, das ist die Leine. Du vermutest oder du weißt? Nein, ich vermute, weil so viele Flüsse gibt es hier auch nicht, die Platz ist. Okay. Gut. Unser Weg führt also über die Leine. Was ist denn hier? Ist nicht los. Was? Oh, ist hier. Ja. Gleich mehr los. Das stimmt. Wir sind mittlerweile in einem Wald angekommen. Das ist wirklich schön, erholend, kühler. Die Sonne ist doch schon ein bisschen wärmer. Ja, aber schon nicht schlecht. Ein bisschen Abkühlung im Wald ist schön. Die Atmosphäre kommt gut rüber. Wie gesagt, vorher jetzt ein paar Kilometer nur über Felder, war auch schön, muss ich sagen. Aber der Wald ist doch irgendwie noch ein bisschen was anderes. Ja, ein paar Meter müssen wir noch. Bis zur Marienburg. Haben wir jetzt wie viel? Mal gucken. 8,5 Kilometer. Ja, ein noch anderthalb. Anderthalb bis zum Marienburg? Ja, so was ungefähr. Ja, was wir werden sehen. Ja. Wollte keiner sagen, in Hannover gibt es keine Wälder.
oder in der Nähe von Hannover. In der Nähe von Hannover, also Nordstemmen hier. So. Ja, machen wir mal sehen. Ich muss wieder leiden. Aachen hat wieder einen super Weg. Das ist der Weg hier. Guckt euch das an. Das ist der Weg hier. Das ist der Weg mit Crazy Wanderers hier. Ja, los, lauf du mal vor. Ich nehme mal ein bisschen auf hier. Das sind noch, immer noch Auswirkungen von Friederike hier. Und Aachen muss mitten durch. Ach, das geht alles. Denk an meine Knie. Ich bin alt. Alt und gebrechlich. Okay. Ja, mal gucken. Soll ich hier mit hochkriegen? Ist ja gut, dass ich eine kurze Hose heute angezogen habe, ne? Ja, du hast gesagt, ach, das ist nur, das sind nur Feldwege. Der Pfad ist gefunden. Oh, wir haben den Pfad gefunden. Ja. Oh, fuck. Brennnesseln an den Beinen. Das ist ja toll. Komm, ihr dürft dabei sein. Was dürfen wir auch im Bunker? Fertig? Warte. Guck. So. Ja, hör mal auf. Was haben wir hier? Was sticht mich auf oder was? Müssen wir anheben? Guck mal, ob hier was sticht. Was soll da stechen? Ist da was? Nein, da ist nichts. Okay. Da sticht nichts. 60 Kilo. So, hier, komm. Also mit zwei Mann kriegen wir die auf und mit viel Kraft kriege ich sie auch auf. Aber. So, mach klapp mal rüber. Der hält ja. Das schmeißt die Kamera nicht rein. Nein, wenn die nicht abrutschen. Okay. Hallo, ist da jemand? Tobias. Wohl nicht. Remstedt, 20.05.2018. Hat sich da verewigt. So, wollen wir runter? Nein. Der Deckel fällt dann rauf. Warte, ja. Ich mache aber gerade Foto. Ein Foto von dir. Ja. Warte, ich muss den Bullard, das sieht besser aus. Warte, guck nochmal hoch. Na, nachher komme ich mal rein. Ja, kannst du mal reingehen. Ja, renn du mal rein und Foto machen auf halber Höhe. Alter, guck mal, Scheiße. Alter, so. Aber sperr mich nicht rein. Natürlich sperr ich dich rein. Und dann schick ich es auf YouTube, mal gucken, wer dich als erstes rettet. Boah! Was hast du? Noch eine Taschenlampe? Hä? Was für Taschenlampe? Nein, Foto. Okay. Also, geht nicht viel weiter. Nur total muffig. Und ich hier kommt drin. Ja, gut. Komm, du machst einen Hafer tot. Hier unser Muskel, Thomas. Ja. Ja, da sieht man, und der Sport macht. Füße beiseite. Genau. Bodybuilding. Sollen wir Ihnen alle sagen, das wäre für nichts Nutze? So. Bald. Frischwasser. Ach, Frischwasser.
Okay, dann machen wir erst noch eine kleine Pause. Ich würde sagen, wenn noch was Interessantes kommt, da sehen wir uns wieder. Ansonsten erst wieder bei der Burg. Wir haben hier scheinbar eine alte Ruine gefunden. Ja, die ist eingezeichnet. Aber ist die eingezeichnet? Ja. Das ist natürlich eine Frage, was das hier war. Wir können ja mal hoch. Das sind Stufen. Ganz alt kann es bei den Stufen auch noch nicht sein. Nee, das stimmt. Also Ziegel. Ruine, das Wort nehmen wir wieder weg. Ja, Ruine ist vielleicht ein altes. Ja, aber das war es ja schon. Ja, hier gibt es noch so und so. Also, guck mal, da unten ist noch so. Ja. Vielleicht Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Möglicherweise. Ja, viel älter ist das auch nicht, das Ding hier. Wenn du so siehst. Ja. Wer weiß, was hier war. Ja. Ein Pfeiler war da noch. Da runter müssen wir. Ein Pfeilerchen. Ja. Eine Beschriftung. Nee, keine Beschriftung. Nicht. Zumindest nichts mehr lesbar. Ja. Ganz ein Stück. Gut, so. Hier geht's. Schlossmuseum. Schlossmuseum. Hier, machen einen Highlight davon. Ja. Wir haben ein Schild. Wir sind da, wir haben es geschafft. Ein bisschen näher nach es ran. Es war ein weiter Weg. Davon. Ein weiter Weg, aber seht ihr es. Das ist eine echt beeindruckende Burg, muss ich sagen. Wirklich toll. Ja, können wir mal ein Foto machen, wenn die da nicht alle vorstehen. Ja, man muss mal halt nur halt ein bisschen näher rangehen. Und dann kriegen wir das schon hin. Was hast du? Ja. Das Fahrrad auch, ne? Die haben wir eben gesehen, die haben wir eben überholt. Eine? Haben wir? Die Burg ist drauf? Ja, klar. Weiß ich nicht. Super. Ja. Und jetzt den Burg voll ein. Oder machen Sie eine Foto von uns? Ja. Mit unseren Händen? Aber erst mal eins für dich. Ah. Hey, komm hier. Wir machen ein Foto von den Damen. Ja, stell das auch vor, das Fahrrad können wir zu Hause angeben. Da ist der Schlosseingang, lass uns mal gucken, was wir noch Schönes finden. Schätze, ja, bestimmt. Ja. Ja. Warum haben die das gemacht? Keine Ahnung. Einfach nur so. Ach, guck mal, eine Jubiläumsausstellung hier. Nur ein bisschen im Hinterhof hier noch. Also es ist eine recht große Burg. Und wie gesagt, wir werden ja dann nochmal hinfahren und dann die Schlossbesichtigung nochmal machen. Mal gucken. Ja, und den Turmaufstieg. Und den Turmaufstieg. Ja, ansonsten. Ja, aber 2 Stunden ist ein bisschen viel, wenn wir jetzt hier warten sollten. Ja. Wir haben ein bisschen Pech gehabt. Ja, schlechtes Timing. Da kann man wissen, dass sie um 11.30 Uhr da erstmal die letzte Tour machen. Ja. Wir klettern hier noch so ein bisschen rum. Hier sind wir jetzt gerade hoch. So, bleib mal stehen. Ja. Jetzt gibt es doch wieder so ein Heiligenscheinfoto. Ja, Achim steht darauf, Heiligenscheinfoto zu machen von mir. Irgendwann bin ich hier als Messias in YouTube bekannt. Also, ist nichts? Ja, gut. So, hier haben wir nochmal die Burg. Guck mal nochmal rum.
Bitte. Nochmal von hinten kann man sie sehen. Also es lohnt sich schon, sich die Burg anzugucken. Vor allen Dingen, wenn man auch so wie wir rumherum geht, ne? Ja, rumherum. Denke ich auch. Mal nicht nur innen da ins Restaurant. Ja. Kaffee trinken kann jeder, ne? Rumherum laufen. Ja. Ein paar schöne, schöne kleine Wege haben wir hier noch drumherum. Ja. Ist schon zu empfehlen. Aufpassen vor den Bremsen, hier sind eine Menge Bremsen, die mussten schon parkieren, bevor sie beißen. Ja. Ja. Eigentlich hätte ich die Kamera schon viel eher anmachen müssen. Achim hat hier wieder Wege gefunden. Hammer, hammer, hammermäßig. Beziehungsweise gar keine Wege. Wir mussten dann leicht umdisponieren mit dem Weg. Und jetzt sind wir beim Pumpenhäuschen. Ja. Und? Hier, ich habe meine Taschenlampe nicht dabei. Man kann gar nicht sehen. Dann müssen wir dichter machen. Ja. Aber ich weiß nicht, hier ist ein Pumpenhäuschen, das ist nichts hier. Hier kannst du natürlich wahrscheinlich auch drüber rein. Geh mal rein. Mal wieder nicht hier. Warte mal. Ich weiß gar nicht, wie man bei meinem Ding ist hier. Ich habe das doch habe ich ja doch hier. Ziemlich ich alt. Weiß nicht, ob ihr was sehen könnt. Ziemlich alt, würde ich sagen. Ja. Ist fest. Und unscharf. Das kaputt. Foto, warte. Guck mal, ob ich das reinkriege. Aber als Profi hier, Profibild, kriege ich es leider. So ist gut. Ja. Gut, das war das Highlight. Das Highlight, das kein Highlight ist. Das Highlight, das kein Highlight ist, ja. Ja, wie gesagt, achso, wo wir eben stehen geblieben, genau, wir mussten leider umdisponieren. Achim hatte da so einen Weg ausgesucht, der total zugewachsen war und alles voll mit Brennnesseln und dann haben wir es erst versucht, aber wir sind noch nicht weit gekommen. Da mussten wir halt die Serpentinen die Straße dann lang laufen. Ja. Das dazu. Dafür haben wir jetzt wieder was vorgenommen. Dafür haben wir jetzt natürlich wieder ein schönes. Unser Fazit, würde ich sagen. Abwechslungsreiche Tour, wie wir eigentlich nicht so oft machen. Viel Flachebene und ein Berg dabei mit einer schönen Burg. Ja, aber trotzdem war die Tour, ich fand sie klasse. Ja. Schlecht war, dass wir den Turm nicht besteigen durften. Ich hätte immer jede Stunde und dann hätten wir 2 Stunden warten müssen. Das wäre zu lang gewesen. Ja, oder? Ja. Nee, auch, ich fand die Tour auch sehr toll, muss ich sagen. Die eine Strecke da über die Serpentinen, dass wir da halt die Straße nehmen mussten, war es nicht so schön, aber halt ja. Ging halt nicht anders. Hat sich doch auch gelohnt. Ja. Da ist wieder der schöne Flößlein. Ja, ansonsten wie gesagt, eine wirklich atemberaubendes Schloss. Wirklich toll, toll anzusehen drumherum. Die Wälder toll, schöne kleine Wege. Ja, seht ihr die. Wie heißt die? Der Fluss, die Leine hier. Da gehen wir jetzt noch 2 Kilometer dran. Gehen wir jetzt halt noch 2 Kilometer, haben wir noch. Und ja, eigentlich sehr toll, muss ich sagen. Kann ich jedem empfehlen, mal nachzulaufen. Wirklich toll. So. Ja, und die Wege sind ja auch schon abgeschärft jetzt von uns. Also Brennnessel sind nur 10 Meter, die könnt ihr den kleinen Knick könnt ihr weglassen. Das seht ihr ja Natur. Ja, so. Ja, in den nächsten 2 Wochen werden wir wahrscheinlich erstmal nichts haben. Dann bin ich bei meiner Schwester im Schwarzwald, da wollte ich vielleicht nochmal eine oder 2 Touren aufnehmen. Ja, ich nehme dann 2, 3 Touren in der Slowakei auf, in der kleinen Tatra. Wie gesagt, ihr werdet die Touren dann halt bei uns auf dem YouTube-Channel sehen. Ihr seht es ja. So. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Sonntag oder je nachdem, wann ihr euch das anseht. Bis dann.